Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die PicTac RGB Gaming Maus. Wenn du noch unsicher bist, ob diese Zockermaus für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur Gamer Maus werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Preislich würde ich sie in etwa in den mittleren, vielleicht auch in den günstigen Preisbereich für Zockermäuse einordnen. Das ist natürlich immer eine Ansichtssache. Ich würde sagen, der größte Vorteil ist hier auf jeden Fall das Design im Hinblick auf die RGB-Farbmöglichkeiten. Dir wird bei Gaming-Zubehör schon häufig aufgefallen sein, dass hier häufig mit Beleuchtung gearbeitet wird. Aber ich finde, bei dieser Gamer-Maus ist das nochmal was Besonderes. Ja, nur meine Ansicht, ob es für dich die richtige Zockermaus ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Gaming-Mäuse auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Größter Vorteil, würde ich sagen, ist hier, wie bereits gesagt, ja, das Design im Hinblick auf die Beleuchtung. Ja, ist halt so ein Thema, wie wichtig ist das bei Gaming Gear? Ich habe das Gefühl, dass es einigen Zockern irgendwie wichtig ist, dass das cool aussieht, ja. Und cool aussehen hat da eben häufig was mit der Beleuchtung zu tun. Ist aber ganz klar eine Geschmacksfrage. Ja, ich meine, wer guckt sich schon die ganze Zeit seine Maus an? Die meisten spielen natürlich dann eher die Games und so. Aber es ist natürlich ein cooler Seiteneffekt, ja. Deswegen, vor allem für den Preis, finde ich, kann die sich sehen lassen. Ansonsten, ja, wirkt sie auf mich wie so eine typische Gamer-Maus. Du kannst hier DPI ein bisschen einstellen. Wie wichtig DPI ist, diese Diskussion ist unter Gamern natürlich auch weit verbreitet und es kommt halt drauf an, was du spielst, ne? Wenn du jetzt Shooter spielst oder sowas wie League of Legends, da kann es schon auf diese Präzision ankommen. Wenn du jetzt aber sowas wie Hearthstone spielst oder League of Legends Teamfight Tactics, ja, würde ich sagen, ist DPI fast egal. Aber ganz klar muss natürlich jeder Gamer selber wissen und ja. Wie bereits gesagt, größter Vorteil, wie ich finde, hier das Design. Wer sagt, sieht cool aus, für den vielleicht interessant. Man muss dazu sagen, dass es wirklich, wirklich viele Gaming-Mäuse auf dem Markt gibt und jeder Zocker hatte einfach seine eigenen Vorlieben, ja, also du weißt wirklich am besten, welche da gut zu dir passt. Ich finde interessant, was dir hier preislich geboten wird, weil sie optisch, wie ich finde, schon echt was hermacht, aber ganz klar auch eine Geschmacksfrage und genau, ja, das Amazon-Angebot zur PicTac RGB Gaming Maus werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse ja mal anschauen. In meinen Augen ein faires Angebot, ja. Das ist aber auch wahrlich meine Einschätzung. Du kannst selbst am besten entscheiden, ob es für dich die passende Zockermaus ist oder nicht. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß beim Zocken. Alles Gute, ciao.